Bundesverteidigungsminister Lloyd Austin hat bei einem Besuch in Berlin angekündigt, dass 500 weitere US-Soldaten ab dem Herbst in Deutschland stationiert werden. Austin würdigt dabei die deutschen Bemühungen, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer wertet die Truppenaufstockung als ein starkes Zeichen der Verbundenheit und lobt Austin als Freund dieses Landes. Der 67-Jährige war einst als Soldat selbst in Deutschland stationiert. Der neue US-Präsident Joe Biden vollzieht mit der Truppenaufstockung eine Kehrtwende der Politik seines Vorgängers Donald Trump. Unter Trump wollte das Pentagon ein Drittel seiner Soldaten aus Deutschland abziehen. Im Streit um das deutsch-russische Pipeline-Projekt Nord Stream 2 betont Austin zwar den Widerstand seiner Regierung, sagt aber auch, man werde nicht zulassen, dass das Thema der Beziehungen zu Deutschland im Wege stehe. Kramp-Karrenbauer knüpft die Nutzung der Ostsee-Pipeline an das Verhalten Moskaus. Die Frage, wie viel Gas durch die Pipeline geleitet wird, müsse auch vom Verhalten Russlands abhängig gemacht werden.